Wenn ich irgendwo bin, mache ich tausende von Fotos und habe einen Wahnsinnsfundus, den ich nutze, um neue Welten zu kreieren. Das heißt, diese Fotos sind Grundlagen für Collagen und ich mache dann am Rechner Collagen, oft tagelang, lege Ebenen übereinander, mit Photoshop mache ich das, und übertrage dann diese Collagen ziemlich genau auf meine Leinwand, weil sie für mich auf dem Rechner kompositorisch schon perfekt sind. Und stelle dann aber beim Malen fest, nee, diese Collage, die so am Rechner funktioniert hat, funktioniert für mich da so nicht. Und so transformiert sich dieses erste Bild, dieses erste Vorbild, transformiert sich zu etwas Neuem mit der Malerei. Und das ist ganz toll. Es ist für mich so ein ständiger Prozess der Wandlung und der Veränderung. Ja, und dann kann ich einfach nur sagen, surfe ich auf der Welle der Malerei und gucke, wohin mich meine Bilder bringen, tatsächlich. Und steuere das nicht so über den Kopf, sondern sehr, sehr intuitiv. Und ich weiß auch sehr oft intuitiv, dass das, was ich mache, was da auf der Leinwand geschieht, genau sehr, sehr wichtig und sehr richtig ist. Jedes Bild hat seine Krisen. Jedes Bild hat seine Krisen und die sind unglaublich wichtig, weil Krisen Veränderungen bringen. Im Leben auch, merke ich sehr. Und in der Malerei auch. Krisen bedeuten Transformation, irgendwas bricht auf. Krisen sind der Aufbruch zu was Neuem. Wenn das in der Malerei geschieht, dann weiß man, jetzt entwickelt sich was, jetzt lernt man. Und das ist fantastisch. In dem Moment denkt man, oh, ist das heftig, ist das schlimm. Aber dann begreife ich in dieser Phase, dass das diese Phase der Veränderung ist. Das heißt, es ist wichtig, dass in so einer Phase der Krise in der Malerei wie im Leben man sich von dieser Phase nicht übernehmen lässt, sondern dass man stets bei sich bleibt und sich bewusst ist, dass man in dieser Phase ist. Das ist auch mein Rezept, Krisen sehr, sehr gut zu überstehen. Und danach ist es wahnsinnig, was mit dem Bild passiert und auch was in der Beziehung von mir mit dem Bild sozusagen passiert. Ich baue eine waschechte Beziehung dann zu diesen Bildern auf. Eigentlich kann ich sagen, dass die Bilder nach diesem Chaos, nach dieser Krise, nach diesem Aufbruch, nach diesem Durcheinander in dem Bild erst ihre wirkliche Tiefe bekommen. Deswegen ist auch für mich diese Phase so wichtig. Wie alles miteinander verbunden ist, diese unendliche Dankbarkeit, die ich wie ein Gebet eigentlich in dieser Malerei auch spüre, die strahlen meine Bilder garantiert auch aus und das ist garantiert ganz sicher auch eine Botschaft, dass das Leben wahnsinnig kostbar ist und dass wenn wir uns spüren, wenn wir ganz hier, dicht hier und jetzt sind, dass dieses Leben einfach so reich und fantastisch ist. Auch wenn ich in einer Krise stecke, auch wenn ich traurig bin, auch wenn ich wütend bin, ist das Leben einfach sehr, sehr wertvoll. Und viele lassen es so an sich so vorbeiziehen, folgen so irgendwelchen gelernten Konventionen, irgendwelchen Strukturen. Und ich finde es halt toll, Strukturen aufzubrechen. Und so funktioniert meine Malerei auch. Jeder Fleck, jeder Pinselstrich ist für mich ein Impuls, der die Welt verändern kann. Und raus aus Strukturen zu kommen, in etwas Neues rein, das ist für mich einfach, wow, das ist Leben. Da passiert was. Wenn sich was verändert, das ist der Hammer.